Vielleicht ganz kurz, also Thomas war beigeordneter Generalsekretär bei den Vereinten Nationen und zuletzt auch Botschafter in Portugal. Was er seit März macht, ist, er leitet die Antikorruptionsakademie im österreichischen Luxemburg. Wir wollen heute mit ihm grundsätzlich über die Vereinten Nationen reden und ihre Entwicklungsziele. Dann vielleicht ein bisschen allgemein über Diplomatie. Und dann aber vor allem, was jede einzelne von uns tun kann, um die Welt zu verbessern. Vielleicht nur ganz am Anfang, also das Webinar ist gemacht für Schüler zwischen 15 und 19. Und deswegen erlaube ich mal gleich am Anfang die Frage, wie war das, als du in der Schule warst, in diesem Alter, und wusstest du schon damals, dass du Diplomat werden willst? Also mit 15 habe ich das nicht gewusst, dass ich Diplomat werden möchte. Mit 15 hatte ich ein Interesse für internationale Abläufe, aber es war mir nicht bewusst. Jetzt im Rückblick ist mir natürlich einiges klar geworden. Und mein Interesse für Diplomatie geht viel weiter zurück, nämlich als ich 6 Jahre alt war und in einem burgenländischen Dorf aufgewachsen bin mit 180 Einwohnern, habe ich im einzigen Fernseher des Ortes in einer Wochenschau damals einen Bericht gesehen zum Treffen zwischen Chruschtschow und Kennedy in Wien. Und bei diesem magazinartigen Bericht war auch ein Bild der Vereinten Nationen in New York drinnen. Und dieses Bild hat sich mir damals nicht bewussterweise eingeprägt. Und dieses Bild ist jetzt im Rückblick, ist es mir völlig klar, zu meinem Leitbild geworden, ohne dass ich das damals gewusst habe. Das heißt, ich habe eigentlich seit damals mein Leben ausgerichtet auf die Vereinten, auf dieses Bild, das ich damals erfahren, nicht nur gesehen, sondern erfahren habe, auf die Vereinten Nationen in New York. Und deswegen sind viele meiner Entscheidungen, die ich eigentlich so aus der Situation heraus getroffen habe, ohne genau zu wissen, wie ich sie einordne, sind mir klarer geworden. Aber mit 15 habe ich nicht gewusst, ich tue auch mit 17 nicht. Die Schule war damals völlig anders. Also ich bin an einem sehr konservativen Ort in die Schule gegangen, wo das Unterrichten noch sehr hierarchisch war. Das ist für uns heute kaum mehr vorstellbar, für Schüler von heute. Es war sehr autoritär, hierarchisch und eigentlich sehr, sehr konfrontativ. Der Lehrer ist vor mir gestanden, wir sind dort gesessen. Und es war eigentlich nicht normal, seine Autorität zu hinterfragen. Also benehmen, das heute völlig normal ist, war damals undenkbar. Deswegen habe ich dann mit 16, 17 begonnen, mich etwas aufzulehnen. Und ich war ich bin dann in der 7. Klasse zum Schulsprecher gewählt worden und zum Landesschulsprecher. Ich war der allererste gewählte Landesschulsprecher im Burgenland und Mitglied des ersten Bundesschülerbeirates. Und damals hat es keinen Bundesschulsprecher gegeben, aber ich war damals der Vertreter des Bundesschülerbeirates in der Schulreformkommission. Also damals mit 17. Habe damals anders ausgesehen als heute, lange Haare, Stiefel, Jeans und so weiter. Und habe mich sehr wohl gefühlt in meinem ostentativen revolutionären Auftreten. Aber wir haben damals eigentlich, glaube ich, ganz vernünftige Sachen in die Wege geleitet, die in der Zwischenzeit die Situation in den Schulen in Österreich nachhaltig verändert haben. Schülerparlamente, auch die Rolle der Eltern, der Schüler, Beiräte in den Schulen. Der ganze Prozess ist einfach viel konsultativer geworden, als er zu meiner Zeit war. Das waren für mich 1,5 ganz intensive Jahre, die ich damals in der Schulpolitik verbracht habe. Eine völlig neue Erfahrung für mich, als 17-Jähriger als 17-Jährige Interviews geben zu dürfen, die dann ungeschnitten im Morgenjournal zum Schock meiner Eltern und Lehrer gesendet wurden. Und in der Musicbox von damals noch, die gibt es ja heute nicht mehr.
Also es war für mich eine sehr gute Erfahrung. Das heißt, die Schule war damals völlig anders, aber wir hatten damals eine relativ große Ernsthaftigkeit, das zu verändern und aufzubrechen, diese Strukturen aufzubrechen. Das ist, glaube ich, auch gelungen. Machen wir einen großen Sprung, aber zuerst noch ganz kurz. Also wir haben mit dem Thomas gesagt, dass jederzeit Fragen willkommen sind, einfach im Chat oder über das Fragen-Antworten-Tool. Wir können auch gerne jemanden reinschalten, wenn er eine ausführliche Frage hat. Aber kommen wir gleich zu den Vereinten Nationen, zur UNO. Vielleicht kannst du uns mal ganz einfach erklären, was die Vereinten Nationen sind. Die Vereinten Nationen bringen die Welt zusammen. Das, was wir uns vorstellen unter den Vereinten Nationen, dieses Glasgebäude im East River, ist ja das Sekretariat. Und das Sekretariat unterstützt die Arbeit der UNO. Aber United Nations sagt schon, die Vereinigung der Nationen, die sich in der Generalversammlung in New York treffen, wo die 194 UNO-Mitgliedstaaten über die Themen reden, diskutieren, versuchen sie zu analysieren und Lösungen zu finden, die sie selbst als wichtig genug erachten, dort zu thematisieren. Meistens sind das Themen, die von einem Staat allein nicht gelöst werden können. Die sogenannten Global Issues, die Themen ohne Grenzen, der Hunger in der Welt, Entwicklungsfragen, Abrüstung, Sicherheit, sauberes Wasser, jetzt Klimaerwärmung oder auch eine weltweite Gesundheitskrise. Das sind Themen, die man nur in Zusammenarbeit mit allen anderen Staaten in den Griff bekommen und lösen kann. Das kann ein Staat allein nicht. Und wenn ein Staat erkennt, dass ein Problem zu groß ist für ihn, dann ist der nächste Schritt oft, das Thema in einem Rahmen abzuhandeln, wo die Lösungsmöglichkeiten vorhanden sind. Entweder im regionalen Rahmen oder im globalen Rahmen der Vereinten Nationen. Das heißt, die Vereinten Nationen sind eigentlich ein vollkommen organisches Gebilde. Die Gesamtheit der Interessen, die von 194 Mitgliedstaaten an den Tisch gebracht werden. Und die Rolle der Vereinten Nationen ist, den gemeinsamen Nenner aller dieser Interessen herauszuarbeiten und aus diesen Interessen eine Vorwärtsbewegung zur Entwicklung, eine Lösung, die alle mittragen können. Konsens in den Vereinten Nationen ist etwas, das wenige glücklich macht, aber das alle mittragen können. Also wo alle ihre eigenen Interessen widerspiegelt sehen, und wo jeder das Gefühl hat, er kriegt was heraus aus dem Prozess. Das sind die Vereinten Nationen. Bei den Moonshot Pirates geht es ja darum, dass man junge Menschen dazu ermuntert, zu ihren eigenen Weg zu gehen, auch die großen Probleme der Welt zu kennen und dann Lösungen zu finden. Die UNO hat die Sustainable Development Goals ins Leben gerufen. Also der Vorreiter waren ja die Millennium Development Goals. Können wir vielleicht ganz kurz erklären, was diese Ziele eigentlich darstellen? Die Themen, mit denen sich die UNO befasst, sind grenzenlos. Wenn man sich anschaut, den Themenkatalog der Generalversammlung jedes Jahr, das ist einfach alles, was man sich nur vorstellen kann. Um das ein bisschen zu strukturieren, hat man zu Beginn des Jahrtausends die sogenannten Millennium Development Goals konzeptualisiert. Das heißt praktisch, man hat alle UN-Themen in sieben großen Zielen unterordnet. Das war kein organischer Prozess, sondern das hat sich jemand ausgedacht in New York. Ein gescheiter Mensch, der sich gedacht hat, es wäre doch gescheit, das alles in Töpfe zu bringen. Und dann mit einer Etikette Millennium Development Goals umsetzungsgerechter darzustellen. Der Umsetzungsrahmen war 15 Jahre, der Erfolg war uneben, bei einigen Zielen war er sehr gut, Armutsbekämpfung, bei anderen Zielen war er sehr schlecht, bei Kampf gegen Kindersterblichkeit, bei sauberem Wasser, aber
zumindest konnten diese Ziele, die Millennium Development Goals, innerhalb von 15 Jahren globalen politischen Willen auf diese Ziele lenken und große Energie freimachen. Als diese Ziele zu dem Ende zugekommen sind, 2015, hat man sich überlegt, was macht man jetzt? Man hat noch genug zu tun. Es ist jetzt völlig klar geworden, wie viel eigentlich noch zu tun ist. Wie machen wir weiter? Wie können wir diese MDGs, die Millennium Development Goals, die eigentlich vom Norden an den Süden gerichtet waren? Die MDGs sind hauptsächlich die Entwicklungsländer angegangen. Der Norden hat sich bereit erklärt, den Entwicklungsländern bei der Umsetzung dieser MDGs zu helfen. Nicht beachtend, dass der Norden eigentlich auch viele Baustellen hat, wo Verbesserungen möglich sind. Also das MDG-Regime war eher paternalistisch, fast koloniales, spätkoloniales Denken. Hinunterschauen auf die, die es brauchen, denen wir helfen können oder müssen, zu unserem eigenen Wohl. Bevor diese MDGs 2015 zu ihrem Ende gekommen sind, hat die UNO 2012 eine große Konferenz veranstaltet in Rio de Janeiro. Und zwar 20 Jahre nach dem ersten sogenannten Earth Summit. Die Konferenz Rio plus 20, Rio mais 20, 2012. Und das Hauptziel dieser Konferenz war, die Zukunft der Welt intellektuell und politisch in den Griff zu bekommen. Und das war die größte UNO-Konferenz, die es jemals gegeben hat. Und ich durfte damals in meiner damaligen Funktion der Vereinten Nationen, war ich einer der Organisatoren dieser Konferenz. Und wir haben dort in 2 Wochen ein Papier erarbeitet, The Future We Want, die Zukunft, wie wir sie uns vorstellen. Und dieses Papier hat bereits die zukünftigen Sustainable Development Goals in Nucleo, also unausgearbeitet, beinhaltet. Das heißt, dieses Papier hat sich auf ungefähr 170 Themen bezogen, die alle gelöst werden müssen. Und aufgrund dieses Papiers hat dann in New York ein Prozess, ein Verhandlungsprozess begonnen. Und innerhalb von 2 Jahren sind aus diesen 170 Themen die 17 die Sustainable Development Goals herausgearbeitet worden. Es war ein langer Prozess, ein fantastischer Prozess eigentlich. Weil während die MDGs der Staatengemeinschaft übergestülpt worden waren, sind die SDGs einem demokratischen Prozess entstanden. Das heißt, alle 194 UNO-Mitgliedstaaten haben innerhalb von 2 Jahren diese SDGs erarbeitet. Mit großen Kompromissen. Aber letztendlich ist man auf diese 17 Ziele gekommen, unter die man eigentlich die gesamte Global Agenda, wie man sie nennt, subsumiert hat, untergeordnet hat. Und diese Ziele, das Hauptziel dieser SDGs ist, to leave nobody behind, niemanden zurückzulassen. Diese Ziele richten sich jetzt nicht nur an Entwicklungsländer, sondern an alle 194. Das sind Ziele, wo alle zusammenarbeiten müssen, weil wir sind draufgekommen, dass uns allen noch einiges fehlt in diesen Zielen. Zum Beispiel Ziel 16, SG16, ist die Rechtsstaatlichkeit. Es ist uns klar geworden, dass nachhaltige Entwicklung nur auf der Basis des Rechtsstaates möglich ist. Unter Einhaltung, unter Zugang zur Gerichtsbarkeit, zu einem fairen Staat, zu sozialen Sicherheitsnetzen, vor Aussichtbarkeit, Würdigung der Menschenrechte. Also alles ein Rechtsstaat ausmacht. Und dieses SDG 16 ist unterteilt in Ziele, wie man die erreichen kann, wie man das SDG umsetzen kann. Und eines der Ziele, Ziel 5, ist der Kampf gegen Korruption. Weil es uns klar ist, dass man hat eigentlich gar keine klaren Summen. Aber man geht davon aus, dass der Welt, also den produktiven Wirtschaften, Nationalwirtschaften der Welt, pro Jahr
ungefähr 1,5 oder mindestens 1,5 Billionen Dollar durch Korruption entzogen werden. Und das ist ein so großer Betrag, der nicht kompensiert werden kann. Der geht einfach ab. Und in der Diskussion, wie man das Geld aufstellen kann, um die SDGs umzusetzen, fehlen diese 1,5 Billionen Dollar am Schluss. Also aus den drei Hauptquellen, die die nachhaltige Entwicklung finanzieren, die staatliche Entwicklungshilfe, direkte Finanzinvestitionen und das Geld, das Gastarbeiter zurückschicken zu ihren Familien in den Ursprungsländern, das sind die drei Hauptquellen für finanziellen Hauptquellen für nachhaltige Entwicklung. Aber das kann nie kompensiert werden durch das, was wir durch Korruption verlieren. Das heißt, Fortschritt im Kampf gegen Korruption ist eigentlich eine Vorbedingung für die Umsetzung der SDGs oder der Agenda 2030, wie man dieses Rahmenprogramm auch nennt, das die SDGs enthält. Der Kampf gegen die Korruption ist eben eine Conditio sine qua non, eine Vorbedingung für die Umsetzung der SDGs. Ich würde noch gerne von der supranationalen Organisation auf Österreich kommen, weil du ja auch als Botschafter in sehr vielen Funktionen warst. Könntest du vielleicht einmal ganz allgemein auch erklären, wie Diplomatie jetzt am Beispiel Österreichs funktioniert und was man da so macht? Es gibt, ich darf nur noch ganz kurz ergänzen, als du mir vorhin vorgestellt hast, hast du bei meiner Akademie international vergessen. Es ist die International Anti-Corruption Academy. Das ist eine internationale Organisation, die zwar in Österreich ist, aber es ist keine österreichische Organisation. Also das, was wir machen, ist auf die ganze Welt bezogen und wir sind keine Antikorruptionsstaatsanwälte, die Korruption in Österreich verfolgen, sondern wir versuchen, unseren Mitgliedstaaten helfen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, Korruption effizient zu bekämpfen. Das nur als Einschub. Aber jetzt zurück in meine österreichische Funktion. Ich bin auch kein österreichischer Beamter mehr. Ich bin karenziert, ich bin internationaler Beamter. Nachdem ich einen Großteil meines Lebens österreichischer Diplomat war. Jetzt, was macht Diplomatie? Die Aktivitäten von Diplomaten kann man in zwei große Töpfe werfen. Bilaterale Diplomatie, wo man in einem anderen Land sein eigenes Land, Österreich, vertritt. In Wirtschaftsfragen, politischen Fragen, in allen Bereichen des Lebens. Also bilateral. Man ist Vertreter Österreichs in einem anderen Land. In meinem Fall, ich war Botschafter in Portugal, habe ich Österreich und Portugal vertreten. Der andere große Topf ist die multilaterale Diplomatie, der ich den Großteil meines Lebens gewidmet habe. Hier vertritt der Diplomat nicht sein Land in einem anderen Land, sondern in einer internationalen Organisation. Das ist vielmehr inhaltlich orientiert. Das ist auf die Global Issues ausgerichtet, auf diese Themen ohne Grenzen, die man nur in globaler Kooperation lösen kann. Zum Beispiel ich war eigentlich mein ganzes Leben immer zwischen Wien und New York, also bis zum Schluss dann Portugal. Da bin ich immer Österreich in UNO-Fragen vertreten. Zuerst in der österreichischen Vertretung in New York, wo ich die UNO, die Arbeit der UNO kann man eigentlich auf zwei Säulen stellen. Die eine Säule ist Abrüstung und internationale Sicherheit und die andere Säule ist Entwicklungszusammenarbeit. Diese Säulen sind zwar verbunden, aber die meisten Diplomaten arbeiten in einer der beiden Säulen. Ich habe das Glück gehabt, in beiden Säulen zu arbeiten. Also ich bin nach New York gekommen und habe dort Österreich vertreten im sogenannten ersten Komitee der UNO-Generalversammlung, das Komitee für internationale Sicherheit und Abrüstung. Das ist meine erste UNO-Erfahrung. Das heißt, ich habe damit mitgearbeitet, nukleare Abrüstungsregime zu verfeinern,
den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag zu erarbeiten. Also in allen Themen, die Abrüstung und internationale Sicherheit betreffen. Von dort bin ich dann ausgestiegen aus dem österreichischen diplomatischen Dienst für einige Jahre, karenziert, und war dann Kabinettschef in einer Organisation, die 1997 gegründet wurde. Und zwar heißt die CTBTO, Organisation für den Vertrag für einen umfassenden nuklearen Teststopp-Vertrag, der 1996 verhandelt war und der alle nuklearen Testversuche ausgeschaltet hat. Dieser Vertrag hat in Wien eine Organisation, für die Umsetzung des Vertrages ist in Wien eine Organisation gegründet worden, die heißt CTBTO-PREFCAM. Dort war ich dann 4,5 Jahre Kabinettschef, bevor ich UNO-Botschafter in Wien geworden bin. Ich habe Österreich dann vertreten bei den internationalen Organisationen in Wien. Das ist die Atomenergiebehörde, die UNIDO, eben die CTBTO und die Vereinten Nationen, die sich in Wien mit den großen Themen befassen, Verbrechensbekämpfung, Drogenmissbrauch, Geldwäscherei, Menschenhandel, also praktisch die unzivilen Elemente der Zivilgesellschaft und Terrorismus. Und 6 Wochen, nachdem ich diese Funktion übernommen habe, ist 9/11 passiert. Ihr könnt sich alle erinnern, der Anschlag auf die 2 Wolkenkratzer in New York, das World Trade Center, das es alter Atem gehalten hat, der die Welt eigentlich zum Stillstand gebracht hat, fast so sehr wie die jetzige Gesundheitskrise. Und 2 Tage später ruft mich die damalige Außenministerin an, die Brigitte Flader-Waldner, und sagt, ja, es gibt doch in Wien 2 Posten, die sich mit Antiterrorismus beschäftigen. Kann man da was machen draus? Können die nützlich sein? Und ich schaue mir das an, bin dann gleich nach Washington gefahren, habe angefangen zu konsultieren in New York. Wie können wir UNO-Institutionen aufbauen, die uns beim Kampf gegen den internationalen Terrorismus helfen? Die UNO hatte ein Mandat für den Kampf gegen Terrorismus seit den Olympischen Sommerspielen in München. Ihr könnt sich erinnern, damals, als das israelische Mannschaftsquartier überfallen wurde und Blutbad angerichtet wurde. Seit damals hat die UNO ein Mandat gegen Terrorismus, aber es hat nie einen Konsens gegeben. Terrorismus war immer so heikel, dass es keine einzige Veranstaltung gegeben hat im UNO-Rahmen, weil nie alle zugestimmt haben. Und als dann 20 Jahre später 9/11 passiert ist, haben sich die Kapazitäten der UNO im Kampf gegen Terrorismus auf 2 Posten beschränkt, die in Wien waren. Aber plötzlich war es allen klar, wenn nicht die UNO, muss den Kampf gegen den internationalen Terrorismus in die Hand nehmen. Und wir haben dann damals, und das erzähle ich euch, weil es eine Frage beantwortet, Simon, was kann man da tun? Und wir haben dann in Wien aufgebaut, den sogenannten UN Anti-Terrorism Branch. Das war die erste UN-Institution gegen Terrorismus. Das war wirklich eine interessante und spannende Zeit, weil plötzlich sind alle draufgekommen, wie sehr man den Kampf gegen Terrorismus fördern muss, nachdem 20 Jahre nichts getan wurde. Und die Leute sind gekommen, die großen Staaten, mit nicht umsetzbaren Ideen, eine UN-Organisation gegen Terrorismus zu schaffen, ein Hochkommissar gegen Terrorismus, lauter Geschichten, die so nicht umsetzbar waren. Aber wir haben damals, habe ich organisiert mit der Hilfe von vielen Unterstützern, Anfang Juli 2002, die erste Konferenz gegen Terrorismus jemals im Rahmen der UNO hier in Wien. Das UNO-Antiterrorismus-Symposium, das war ganz spannend damals. Weil da habe ich Unterstützung gehabt von Leuten, die in der Zwischenzeit maßgebliche Decision-Makers geworden sind. Zum Beispiel einer der Leute, die damals dabei waren, war die Nummer 2 der iranischen Botschaft in New York.
Sarif, der jetzt seit längerer Zeit Außenminister ist. Der war damals einer der Unterstützer meiner Arbeit hier im Kampf gegen Korruption. Und der Konferenz heraus haben wir die Struktur entwickelt, den UN Anti-Terrorism Branch in Wien, der lange Zeit einen globalen Kampf gegen Terrorismus koordiniert hat, bis das Thema so interessant geworden ist, dass es nach New York abgezogen wurde. Jetzt ist das Hauptgewicht für den Kampf gegen Terrorismus eben in New York. Aber das ist ja ein konkretes Beispiel gewesen, was man als Diplomat, auch österreichischer Diplomat eines kleinen Landes, tun kann, wenn man sieht, wo Mehrwert geschaffen werden muss. Man muss immer in der UNO schauen, wo gibt es einen Bereich, der nicht abgedeckt ist und der abgedeckt werden muss. Und wenn man dann eine Idee hat, wie man das macht und anfängt, Allianzen zu bauen und ein Projekt entwickelt und dafür auch die Finanzierung sicherstellt, dann kann man eigentlich innerhalb kurzer Zeit ziemlich viel umsetzen. In der Zwischenzeit ist eine Frage hereingeblendet worden, ob ich empfehlen kann, diesen Beruf zu ergreifen. Soll ich das gleich beantworten, Simon? Bitte. Ich mache es gleich, ja. Schau, jeder muss selbst entscheiden, was er mit seinen Lebensenergien macht. Also es ist eine individuelle Entscheidung. Und nach meinem Studium habe ich mich das auch fragen müssen. Und damals sind viele meiner Freunde sind in Wall Street gegangen, es sind inzwischen sehr wohlhabende Menschen, andere sind in die Wirtschaft gegangen. Und da muss man sich fragen, glaube ich, was will man mit der Energie seines Lebens tun, sodass man nachher zurückblicken kann und sagen, okay, ich bin damit zufrieden, was ich getan habe. Oder zumindest mit meinen Anstrengungen zufrieden. Und das ist eine Entscheidung, glaube ich, die jeder treffen muss, früher oder später. Und meine Entscheidung war damals, ich hatte damals das Gefühl, ich könnte alles tun. Und wahrscheinlich war es auch so. Ich hatte damals sehr viele Möglichkeiten. Ich war jung, hatte mein Studium in Wien abgeschlossen, hatte dann auf amerikanischen Elite-Universitäten studiert, Johns Hopkins, Stanford. Also ich hatte eigentlich das Gefühl, die Welt liegt vor mir und musste eigentlich deduzieren. Ich musste aus der Liste meiner Möglichkeiten alles wegstrecken, was mich nicht interessiert hat. Also ich habe beschlossen, dass es mich nicht interessiert, Millionär zu werden. Noch weniger, dass es mich interessiert, andere zu Millionären zu machen. Und zum Schluss bin ich dann mit einer Shortlist übrig geblieben. Also ich habe beschlossen, ich würde gerne mein Leben besser und lieber dem sogenannten Bonum Commune, dem Gemeinwohl widmen. Und zum Schluss sind einfach drei Optionen übrig geblieben. Entweder Universität oder Journalismus oder eben Diplomatie. Und ja, nach einiger Zeit hat sich eben das ergeben, diese dritte Möglichkeit. Ich habe die Aufnahmeprüfung ins Außenministerium geschafft, was mir damals nicht klar war, ob ich das schaffen würde, aber das ist gar nicht einfach. Aber ich habe es geschafft und seitdem bin ich eben im Außenministerium. Und im Rückblick muss ich sagen, also ich bin ein Optimist und ich habe eigentlich immer mir einen großen Freiraum schaffen können für das, was ich gemacht habe. Das heißt, nach fast einer beendeten Karriere im Außenministerium muss ich sagen, also es hätte mir nichts Besseres passieren können. Aber es gibt natürlich auch andere, die frustriert sind nach der Zeit im Außenministerium. Das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie man eine Arbeit macht und worauf man sich konzentriert und welche Erwartungen man hat. Also wenn man zum Beispiel... Ja. Wir gleich eine Frage, es sind noch mehrere Fragen im Fragen- und Antworten-Tool. Und eine schließt dann nämlich an, wenn man einen Beitrag leisten will zu den Entwicklungszielen der UNO und auf diese Ziele hinarbeiten will. Was kann man jetzt ganz grundsätzlich, also was kann jeder Einzelne von uns tun,
Und das Zweite ist, wenn man Diplomatin werden will in Österreich, was kann man machen? Also ich mache, vielleicht nehme ich die zweite Frage vor, die ist leichter zu beantworten. Also Diplomat in Österreich, also im Außenministerium zu arbeiten, als Diplomat, das ist ganz klar vorgezeichnet. Es gibt eine Eintrittsprüfung, das Examen préalable, das ist ein Nadelöhr, das ist eine relativ objektive Prüfung. Und wenn man die schafft, ist man aufgenommen. Vorbedingung für diese Prüfung ist, dass man ein Studium abgeschlossen hat. Früher musste man Jus studieren oder Wirtschaft. Heute ist das viel weiter. Heute kann man eine Vielzahl von Studien haben. Man kann auch danach eine diplomatische Akademie noch machen und sich weiterbilden, muss aber nicht. Also man kann, wenn man ein Studium abgeschlossen hat, ein Magisterium, kann man sich dieser Prüfung stellen und wenn man sie schafft, ist man im Außenministerium. Und dann kann man natürlich auch darauf Einfluss nehmen, was mit einem dann passiert. Also meine Erfahrung ist, dass wenn man wirklich sich einbringen möchte und wenn man bereit ist, wirklich hart zu arbeiten, dann kriegt man auch die Möglichkeit. Also ich bin ein Großoptimist. Und wenn es auch einmal eine Zeit lang nicht gut geht, also irgendwie, man braucht einfach Leute, die was beitragen. Die kann man nicht übersehen. Ja, man kann sagen, es geht ins Außenministerium, weil das ist sicher, über Beamter, über Pensionsanspruch, dann wird es wahrscheinlich fad werden, wenn man dann Botschafter wird in einem uninteressanten Land, wo einem nichts freut, wo einem das Essen nicht schmeckt, wo das Klima schwer ist und so weiter. Das kann man natürlich auch negativ sehen. Aber man kann natürlich aus allem auch eine Gelegenheit, eine Chance machen. Also wenn man das positiv angeht und sagt, okay, jetzt sitze ich in einem Land, das strategisch wichtig ist und ich bringe mich jetzt ein und verbessere die Beziehungen zwischen Österreich und diesem Land. Dann hat man schon eine Aufgabe. Also es hängt immer sehr stark von einem selbst ab. Aber der Eintritt ins Außenministerium ist über diese Prüfung, Examen préalable, wo Sprachen getestet werden, Allgemeinbildung, Fachwissen in internationalen Beziehungen, Geschichte, Erinnerungsvermögen, psychologischer Test und so weiter. Das ist keine Prüfung, die benotet wird, sondern es ist ein Konkurs, ein Wettbewerb. Das heißt, das Außenministerium hat eine gewisse Anzahl von Stellen zu vergeben und die Bewerber mit der höchsten Punkteanzahl kriegen diese Stellen. Zum Beispiel, es gibt 10 Stellen in einem Jahr, 500 Bewerber, die sind alle schwächer als man selbst und man bekommt eine Stelle. Aber es kann auch sein, dass es nur 30 Bewerber gibt, die aber alle besser sind. Da bekommt man die Stelle nicht. Das heißt, man kann man vorher nie genau sagen, wie man liegt, weil es einfach keine Benotung gibt, sondern ein Punktesystem. Und die Kandidaten, wenn es 10 Stellen gibt, die 10 Kandidaten mit der höchsten Punkteanzahl kriegen die Positionen. Das ist die Eintrittsprüfung, ein Konkurs, ein Wettbewerb. Was kann man jetzt tun zur Umsetzung der SDGs? Na, das kann natürlich jeder selbst, jeder kann das beitragen natürlich, in seinem Rahmen. Das Kleinste ist, das Licht auszudrehen, wenn man den Raum verlässt und Energie zu sparen. Oder sich keinen Diesel zu kaufen, wenn man sich ein Auto kauft, weil die Dieselemissionen einfach schädlicher sind als vieles andere. Oder also das sind so die kleinen Geschichten, die man im eigenen Leben machen kann. Das sind klein, aber man muss auch klein anfangen. Wichtig ist, dass man weiß, warum man es tut, Bewusstseinsbauen. Wenn man weiß, dass es, wenn man erkennt, dass die Klimawärmung stattfindet, dann kann man sich auch einbringen. Entweder man studiert etwas, Umwelttechnologie oder Meteorologie, oder Jus oder irgendetwas, wo man sich einbringen kann. Einbringen kann man sich fast überall. Oder man tritt einer NGO bei, die Bewusstsein bildet. Oder man wird Politiker. Oder man wird Diplomat. Oder man geht in eine internationale Organisation. Also, oder man arbeitet für die Caritas, Armutsbekämpfen.
Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Es gibt hier kein Schema. Wenn man sich beruflich einbringen möchte, im Rahmen einer internationalen Organisation, das ist echt ein bisschen komplexer. Da muss man sich dann langfristig darauf vorbereiten meistens, weil da wollen viele hin und da ist der Wettbewerb natürlich hart. Und da kommt es darauf an, wie gut man vorbereitet ist, was man einbringen kann und wie ernst man es meint. Also man kann sich natürlich immer, je wirkungsmächtiger die Entscheidungen sind, an denen man mitwirken kann, desto größer ist der Einfluss natürlich in unserem Umfeld. Das heißt, der Generalsekretär der Vereinten Nationen oder ein Politiker, der Umweltminister, hat natürlich einen größeren Einfluss, also Wirtschaftsminister, als jemand, der sich nicht so einbringt. Ganz klar. Deshalb, wenn man sich einbringen möchte, muss man sich überlegen, wo will man sich einbringen? Auf welcher Ebene? Innerhalb der Familie, innerhalb der Freundesgruppe, in einer NGO, indem man Politiker zur verantwortlich hält, ihre Ankündigungen auch umzusetzen, oder ob man selbst Entscheidungsträger werden will. Da gibt es eine unglaublich große Palette. Wenn man natürlich selbst Entscheidungsträger werden will, dann ist das eine große Herausforderung. Und da muss man sich natürlich darauf vorbereiten. Beispiel in der UNO. Wenn jemand in die UNO gehen möchte oder in eine der vielen UNO-Organisationen. Die UNO besteht ja aus fast 30 Organisationen, die sich auf bestimmte Themen spezialisieren, wie Landwirtschaft, FAO, Ackerbau und Ernährung oder World Health Organization, die jetzt gefordert ist, in dieser weltweiten Pandemie, oder die Weltmeteorologische Organisation oder Organisation für die Industrialisierung oder das Kinderhilfswerk. Da gibt es ja 30 Organisationen. Also wenn man in so eine Organisation hinein will, dann muss man natürlich, die nehmen in ihren Auswahlverfahren natürlich die Kandidaten, von denen man glaubt, dass sie am meisten beitragen können. Das heißt, es gibt einen weltweiten Wettbewerb. Und die Einstiegspositionen, wenn die ausgeschrieben werden, da melden sich dann Hunderte, manchmal Tausende Kandidaten. Und das ist ein Nadelöhr. Und da wird natürlich genommen, wer am besten ausgebildet ist und wer am meisten einbringen kann. Also da muss man sich darauf vorbereiten. Und die Frage ist, was man dort an den Tisch bringt. Spezialwissen oder allgemeines Wissen, darauf muss man sich vorbereiten. Aber mein Tipp ist natürlich, wenn man sich so einen Weg vorstellt, dass man sich möglichst gut ausbildet. Also als ich studiert habe, war mir das nicht klar, ehrlich gesagt. Und die ersten Jahre meines Jus-Studiums habe ich eher Jus gemacht als studiert. Und ich bin dann erst im Laufe meines Studiums draufgekommen, dass es schon einen Sinn macht, wirklich gut zu studieren und nachher viel zu wissen. Weil alles, was man verabsäumt hat, muss man nachher nachholen. Und ich habe eigentlich einiges nachholen müssen. Und es geht ja nicht nur dann um das Hineinkommen, sondern es geht ja auch um das Weiterwachsen in einer Organisation. Also wenn man zum Beispiel in einer Einstiegsposition B2, braucht man ein Studium. Aber wenn man dann nach 20, 25 Jahren Direktor werden will in der UNO und wirklich an Position kommt, wo man sich einbringen kann, dann sind die Wettbewerber dort, die haben dann alle ein Doktorat. Teilweise von berühmten Unis. Das heißt, da muss man sich dann schon früh darauf vorbereitet haben, auf diese Stufe der Auswahl. Das heißt, mein Tipp für alle ist, möglichst gut sich vorzubereiten, möglichst viel zu studieren, möglichst gut zu studieren. Das, was einen selbst interessiert, dann nicht glauben, es wäre schon ein Degree, das genügt schon, das genügt für den Rest des Lebens, das genügt nicht. Lebenslanges Lernen. Und man muss einfach schon sehr früh
sehr früh Initiative beweisen, Einfallsreichtum, dass man einfach an die besten Studien herankommt. Also am besten, die beste Ausgangsposition ist natürlich, und das Praktischste, wenn man in Österreich einmal ein Studium macht, weil das ist erschwinglich, das wird von den Steuern bezahlt, es gibt geringe Studiengebühren, und dann mit diesem Studium ein Aufbaustudium woanders macht, an einer Universität, von der man glaubt, dass man dort am meisten lernen kann. Und dann natürlich noch ein Doktorat nachher. Und dann, das wird schon wieder finanziert. Also wenn man genommen wird, ein Doktoratsprogramm in einer berühmten Uni, Harvard, Stanford, irgendwo, da braucht man kein Geld mehr, das wird finanziert. Also wichtig ist, dorthin zu kommen, das ist die Vorarbeit. Und vor allem ist, man muss sich überlegen, welchen Herausforderungen man sich selber aussetzen will. Ob man ein gemütliches Leben haben will oder ob man sich der Herausforderung, der globalen Herausforderung stellt, zur Umsetzung der SDGs möglichst viel beizutragen. Das liegt an euch. So eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Es gibt noch jede Menge Fragen. Ich würde das einmal vielleicht kurz zusammenfassen. Vielleicht nur ergänzend noch dazu, weil das wichtig ist, weil bei den Moonshot Pirates geht es auch darum, dass zum Beispiel wir machen so dreitägige Veranstaltungen, wo wir junge Menschen zusammenkriegen, die dann wirklich schon ihre eigenen Projekte erarbeiten. Die haben dann Mentoren beigestellt, die ihnen dann helfen, zum Beispiel ein Konzept für die Gründung einer NGO zu machen, ein kleines Startup zu gründen, beziehungsweise oder einfach eine Kampagne eine Bewusstseinsbildungskampagne zu machen. Ich würde das nur gern ergänzen zu dieser Möglichkeit zum Studieren sagen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, dann schnell engagiert zu sein und etwas zu bewegen. Und das haben wir vor allem in unserer Community gemerkt, dass es da viele gibt, die das wirklich schon sehr früh damit angefangen haben. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist, dass man sich mit sich selbst ins Reine kommt. Was will man? Wie will man seine Lebensenergien umsetzen? Und wenn man das einmal weiß, das ist schon ein wichtiger Schritt. Also wenn man weiß, wo man hinkommen will, dann ergibt sich der Weg fast von selbst. Wenn ich irgendwo sitze und auf den Berg rauf schaue, das Gipfelkreuz sehe, und dort will ich hinkommen, dann gibt es halt viele Möglichkeiten hin. Man kann mit einem Auto rauffahren, mit einem Helikopter fliegen, mit einem Fahrrad fahren. Man kann direkt hinaufgehen, direkt ist es mehr. Und man kann sich auch Zeit lassen und eine Woche hinaufpilgern. Das liegt dann an jedem selbst. Aber wichtig ist zu wissen, wo er hin will. Das sind jetzt einige Kommentare. Also eben lebenslanges Lernen, ja, unbedingt. Aber ich denke, man kann auch ohne Studium oder späteres Studieren etwas bewegen. Das Kommentar ist von der Caro gekommen. Zwei Fragen würde ich zusammenfassen. Das eine ist, soll jedes Land den Vereinten Nationen beitreten? Also die Frage ist so gestellt, was ist Ihre Meinung zur EU und sollte jedes Land den Vereinten Nationen beitreten? Okay, es sind viele Fragen. Also das ist die zweite Frage gleich am Anfang, weil es die einfachste. Es sind Gott sei Dank fast alle Länder sind bei der Vereinten Nationen, 194. Der Vatikan ist ein außerordentliches Mitglied, ist aber auch dabei. Taiwan darf nicht. Aber es sind eigentlich fast alle Länder Teil der Vereinten Nationen. Ja, die haben gut gewählt, beizutreten. Lebenslanges Lernen. Nein, man muss nicht unbedingt studieren. Studieren muss man. Aber man muss kein formelles Studium machen. Die Milliardäre im Silicon Valley haben alle nicht studiert. Die sind alle rausgeflogen. Und haben es geschafft, die wertvollsten Unternehmen der Welt aufzubauen. Ich würde mir das nicht als Beispiel nehmen trauen, muss ich sagen. Aber es hat funktioniert bei einigen. Also das gibt es auch. Lernen kann man ja auf verschiedenster Ebene. So, der leichteste Weg ist, auf die Uni zu gehen. Das ist bei der Klasse ist ziemlich gut vorgegeben. Und die Ziele und die Inhalte sind vorgegeben. Und es wird einem
doch sehr erleichtert, seinen Weg zu gehen. Schwieriger ist es, allein zu machen. So wie die Matura. Die Matura in der Mittelschule ist immer leichter als die Matura in der Matura-Schule, wo man keine Sitznachbarn hat, die einem sagen, hast du die Hausaufgabe schon gemacht und dich ein bisschen mittragen. Es ist immer schwieriger auf sich allein gestellt. Also es gibt viele Möglichkeiten. Außerdem muss nicht jeder ein Studium abgeschlossen haben. Österreich ist Gott sei Dank eines der wenigen Länder, wo ein tüchtiger Handwerker so viel Geld verdienen kann wie ein Akademiker und genauso gut leben kann. Also unsere Gesellschaft ermöglicht es jedem, der fleißig ist und sein Leben in die Hand nehmen möchte, das auch zu tun. Aber das ist selten. In den meisten Gesellschaften gibt es das nicht. In Amerika zum Beispiel überhaupt nicht. Oder in vielen Ländern nicht. Aber das muss jedem bleiben. Es gibt genug Beispiele, wo Leute viel erreicht haben ohne ein Studium. Zum Beispiel der ehemalige Präsident von Brasilien, der Lula, der einer der anerkanntesten politischen Lichtgestalten seiner Generation war, der hat die Volksschule nur fertig gemacht. Aber der hat alles andere aufgeholt natürlich. Und der hat alles gewusst zum Schluss, als er Präsident geworden ist. Das heißt, wissen muss man es zum Schluss und lernen. Aber wie man das lernt, das bleibt jedem Einzelnen überlassen. Aber lebenslanges Lernen ist Voraussetzung, weil die Welt bleibt nicht stehen, entwickelt sich unglaublich schnell weiter. Mein Leben heute ist, wenn ich zurückdenke, vor 10 Jahren hatte ich ein völlig anderes Leben als heute. Ich kann heute mit meinem Smartphone habe ich Zugang zu so viel Wissen, was mir keine Bibliothek vermitteln könnte. Unmittelbaren Zugang zu globalen Netzwerken. Ich kann jeden Tag, wenn ich aufstehe in der Früh, lese ich die Zeitungen aus vielen Ländern auf meinem Smartphone. Ich kann mit all meinen Freunden ununterbrochen in Verbindung bleiben, auch während der sozialen Isolation jetzt. Also das Leben ändert sich, aber ich muss mich daran angleichen. Das heißt, man muss, oder jetzt gerade der Zoom, mit dem wir jetzt sprechen, vor 2 Jahren war diese Qualität nicht da. Ich kann mich erinnern, als ich noch in der UNO war, haben wir viel Geld investiert in diese Cisco-Systeme, die nie wirklich funktioniert haben. Jetzt plötzlich funktioniert alles. Zoom, Skype, FaceTime. Das sind neue Herausforderungen, die man lernen muss. Man muss lernen, mit der Technologie umzugehen. Wenn man nicht lernt, bleibt man zurück. Also um die Chancen wahrzunehmen, die sich einem eröffnen, muss man sie auch erkennen. Und das geht nur durch lebenslanges Lernen. Also das bleibt uns nicht erspart. Die EU-Wahl, soll ich dazu auch noch was sagen? Oder sag was? Ja, bitte. Ja, ich glaube, die EU ist das Beste, was uns Europäer passieren konnte. Nach 1000 Jahren von Kriegen und Gemetzel und Blutbad und Holocaust und den schlimmsten Geschichten, die man sich nicht einfallen lassen kann, sind Kriege in Europa nicht mehr nur unmöglich, sondern auch undenkbar geworden. Aufgrund der EU. Und das ist schon unglaublich viel. Also die EU ist natürlich nicht vollständig, ist ausbaufähig, ist nur rudimentär. Da kann man noch viel mehr draus machen. Aber allein das, was wir heute schon haben durch die EU, allein, dass man unter normalen Umständen von Österreich ohne Reisepass bis Lissabon fahren kann und kein Geld mehr wechseln muss innerhalb von Europa. Und wenn man in Paris krank wird oder in Sizilien mit der E-Card ins Krankenhaus geht oder über Erasmus in ganz Europa studieren kann, oder mit Interrail überall herumfahren kann, ist schon unglaublich. Das ist schon unglaublich. Also ich bin ein begeisterter Europäer und ich glaube, wir müssten die EU noch Europa noch viel mehr integrieren. Die Gefahr Europas sind natürlich diese populistischen Renationalisierungen, dass es uns so gut geht, dass uns fad wird. Und dass wir deswegen einfach unzufrieden werden und Sündenböcke suchen.
Und die sucht man außerhalb der eigenen Gesellschaft. Und deswegen leider verliert man den Blick auf das Gute, das uns die EU allen bringen kann. Also ja, ja, ja zur EU. Es ist zwar schon ein sehr positiver Abschluss. Hättest du noch Zeit, auf 2 bzw. 3 Fragen einzugehen? Ich habe noch genau 4 Minuten. Dann habe ich ein Telefongespräch mit Amerika und Deutschland gleichzeitig. Also 4 Minuten geben. Ja, gerne. Ja. Entschuldige ich mich bei denen, wo wir die Fragen nicht beantworten konnten. Aber das ist eine schöne Frage. Was ist der größte Erfolg deiner Arbeit? Der größte Erfolg meiner Arbeit ist eine gute Frage. Also für mich persönlich, dass ich am Abend aus der Arbeit gehe und mich gut fühle. Das ist für mich persönlich der größte Erfolg. Und wenn ich meine Arbeit überdenke, habe ich das Gefühl, dass ich die Energie, die mir zur Verfügung steht, eigentlich so eingesetzt habe, wie ich sie einsetzen möchte. Danke vielmals für deine Zeit und dass du uns diese Themen ein bisschen näher gebracht hast. Und ich wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg.